Hallo und herzlich willkommen bei ARK. Heute mit dabei die Offline-Hexe. Servus. Und der China. Hoi, hoi. So, wir haben unser Nashorn erfolgreich gezähmt. Und wir wollen jetzt nach Hause schappern. Aha. Es gibt ein Event. Es gibt Skins. Aha. Oh Gott, da ist es. Was machst du denn? Machst du Moonwalk oder was? Ey, klar. Mit dem Nashorn? Ja. Yeah, komm. Zeig mir den Move. Aber bitte nicht mit dem Horn, dann fliegen die Pinguine. Wir haben nämlich auch drei neue Pinguine. Pinguin 1, Pinguin 2, 4, 3. Was weiß ich, wie wir die genannt haben. Und das da. Wie du sie genannt hast. Ich hab da einfach nur... Da. So. So, ein schönes Foto gemacht. Wunderbar. So, jetzt wollte der China wollte testen, ob das bloß das Ding aushält. Was ist denn hier los? So. Dann teste mal, ob es runtergeht mit dem dicken Ding. So, und. Motorschwierigkeiten. Oh, der fährt jetzt. Ja, mit der Lenkung. Ja, yeah, mit der Lenkung. Ja, oi. Guck mal hier, wie der abgeht. Der driftet hier. Yeah. Alles noch drauf, auch alle Pinguine. Ist alles noch drauf? Da hab ich alles verloren. Nö, alles ein verloren. Alles eins verloren. Ja, ist alles drauf. Kannst fahren. Okay. Ahoi, oh. Kapitän. Gute Reise. Ja, Hast du noch Perlen? Ey, der Kapitän verlässt zuletzt das sinkende Schiff. Du haust als erstes ab. Ja, normal. Oh, warte mal. Ich hab keinen Bock, damit unterzugehen. Bevor ich hier abhau, nehme ich das Öl auch noch mit. Das nehme ich Öl. Das nehme ich mit. Ich glaube, da haben wir reichlich mit eingepackt. Ja, ich glaube knapp 400, oder? Ja, mehr. Mehr? Mehr. Ja. Ja gut, aber das nehme ich jetzt noch mit, das bisschen Öl hier. Brauchen wir so schnell nicht mehr hierher, aber wir kennen uns. Wir wollen ja noch einen. So, unsere Pinguin-Drillinge haben auch Namen. Wie heißen sie denn? Tick, Trick, Trick und Dracke? Nein, Pinga, Penga und Ponga. Ah, Pinga, Ponga. Pinga, Penga, Ponga. Wie heißt das männliche denn? Punga. Pongo. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das Männchen wartet ja schon zu Hause, ne? Ja, das Männchen ist schon zu Hause, aber trotzdem legen die Eier, zumindest das eine, wie nett ungescheiden. Ja, das hat ja auch das Ruder im Hinterteil stecken. Ja, das stimmt. Das war eine Pseudobefruchtung. Ja. Das sind jetzt bestimmt Holzeier. Das sind Holzköpfe. Ja. Splitter und Dotter und so. Genau. Es gibt einen Igel! Ja. Igel. Ein Pinguigel. Ein Pingel. Ein Pingel? Ein Pigigel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal, Pigel. Ein Pigel. Wo ist eigentlich unser Freund Timmy? Der müsste auch wieder mal mitspielen. Ja, das stimmt. Das weiß ich nicht. Wer läuft da hinten eigentlich splitterfasernackt über den Strand? Was? Ich hab was an. Das sieht aus hier wie so ein Flitzer. Ich hab was an, guck mal. Jetzt müsste gleich so eine Horde Dinos kommen. Wo ist das Boot schon unterwegs? Nee. Nee, es steht nur im Hafen. Ich weiß nicht. China, willst du alles mit dem Boot mitnehmen? Ich hab nur einen kleinen Zwischenstopp eingelegt, damit ich die restlichen Bären noch aus dem Adler das Nashorn packe. So. Ja, war ja wieder klar. Lagerfeuer an und es ist nichts drauf. Ich war's nicht. Haha.
So. Hier ist noch ein bisschen Öl, das nehmen wir gleich auch mit. Ich bin ein Ölgeiler. Alles mein. Hinten sind auch noch vier. Ne? Kannst du jetzt gleich erstmal gucken, ob wie stark unser Korpus ist. Warum? Was willst du denn jetzt testen? Du wolltest doch das Nashorn mit dem Quapsel abtransportieren. Ja, so war erst der Plan, aber jetzt habe ich gedacht, du wolltest das mit dem Floß fahren. Nee. Ich wollte es nur testen. Achso, Test ist bestanden. Ja. Ja, dann komme ich gleich. Ich will nur noch hier das bisschen Öl mitnehmen. Wäre ja schade drum. Das schöne Öl. Nicht wirklich. Zu Hause haben wir auch noch jede Menge. Macht doch nichts. Also die Vorräte im Öl gehen uns weniger aus wie von Perlen oder sonst was. Perlen haben wir jetzt auch, glaube ich, 200. Da brauchen wir demnächst nicht mehr wiederkommen. So. Ja, wir wollen aber noch einen haben. Lass mich einmal in den Fabrikator und dann sind die Perlen weg. Also irgendwie, wenn ich mich, wenn ich hier bei dieser Base bin und ich will auf- und absteigen, da ruckelt das hier, das ist nicht normal. Das ist nur hier in der Ecke. Ich weiß nicht, woran das liegt. So. Also viele Strukturen, muss der Rechner viel arbeiten. Ja, aber es ist ja schon alles hochgeladen, das ist das Problem. Dieser komische Gummiadler, der ist immer noch da. Erstaunlich. Das finde ich aber nicht nett. Was denn? Ich kam gerade nicht aufs Floß drauf. Haha, zu fett. Diesmal chill ich. Nee. Willst du mit dem Floß mitfahren? Ja, oder was soll ich sonst machen? Ist ein Adler nehmen können. Ist aber egal. Was soll mit Floß mitfahren? Kann auch gemein sein. War Schnellreise. Toll. Ich das aber auch. Toll. Du hast das schon hinzus gemacht. Das ist unfair. Ja. Ich habe aber in der Zeit auch alles vorbereitet. Was hier so. Ja, ein bisschen im Köcher rumgeruckelt. Ich hab ein dickes Nashorn. Geht ab. Komm, dann nehme ich noch einen Wolf mit. Wie sieht's denn jetzt aus mit der Belastung vom Quapsel? Warte. Friedrich, wir haben jetzt. Ach du Scheiße. Das willst du gar nicht wissen. 711 Kilo gerade mal von 2007. So, ich habe noch einen Wolf mitgenommen. Ist noch nicht mal eine Tonne. Dann ist der Verlust nicht ganz so groß, wenn Sven wieder in die ewigen Jagdrunde geht. Oh, warte mal. Ein kleines Gewinnspiel. Der war gemein. Adminhaus. Das ist das gleiche wie eben. 75, 39. Zu gewinnen gibt es Skins und Verkleidung. Vergangener Events. Ach, okay. Wollen wir da mitmachen? Mir ist das wurscht. Mir ist das auch wurscht. Ich schlag euch aber erst mal zurück. Was, eine halbe Stunde? Ja. So. Jetzt fliegen wir erstmal zurück und, Gina, du fährst tot. Bist schon unterwegs? Nö. Ist ja noch einer. Noch eine Art. Also, ich hab jetzt den Ghost mitgenommen. Ja. Wem gehört der denn hier? Ist das unsere? Das wäre auch schon grün angezeigt. Nee. Das ist immer noch der gleiche. Nee, das ist ein 173er. Und da unten ist noch einer. Vielleicht ist das unsere. Nee, das ist ein 204er. Unsere? Nee, unsere ist ein 70er, den wir verloren haben. Ja. Ich nehme die Pinky. Pinky und dabei, mein. Die Hütte habt ihr nicht zufällig wieder abgebaut, oder? Nee, mhm. Aber wir wollen ja sowieso nochmal irgendwann dahin. Demnächst, um
Männchen noch zu zähmen. War doch so der Plan, oder habe ich mich da jetzt verknittert? Nö, eigentlich nicht. Ja, dann könnten wir doch theoretisch die Hütte erstmal stehen lassen. Ja. Theoretisch. Wenn nichts dagegen spricht. Ich weiß es nicht. Von mir aus nicht. Ich weiß nur nicht, wie krass die hier auf dem Server sind. Wie die das beäugen. Wenn er dreist doch ab. Aber guck mal, was die anderen alles da stehen lassen. Ja, dann ist gut, denn hat sich erledigt. Was denn? Na, mit abreißen. Da können wir wenigstens in Ruhe dann das andere Vieh zähmen. Der See hier unten sieht gerade richtig toll aus. Der leuchtet so schön. Oh, ich glaube, ich mache einen Fehler. Der wäre? Ich fliege mitten durch die Wallerei. Ich fliege nicht an der Küste. Oh ja, kannst du ja tun und machen, solange, wie du möchtest. Solange du weißt, wo du bist und den Adler dann wiederfindest. Das ist dann die andere Sache. Ja. Da waren sie wieder. Ja, die 25.000 Probleme. Ja, natürlich, du. Aber hier ist so eine komische, dicke, ekelhafte Wolkendecke. Ja, das stimmt. Also die Wolkendecke ist gerade mal so richtig eklig. Das sieht aus, als hätten wir irgendwie, weiß nicht, als hätte der Rhino zu viel gefurzt. Na, also kannst du nicht das Arme. Bitte doch, kann ich. Bitte Arme. Ja. Will ja nicht sagen, dass man... nennen, aber kommt dem schon nah. Gar nicht. Du kannst doch nicht einfach das arme Rhino so beleidigen. Hey, Pinky kann das ab. Nee, guck mal hier, der ist jetzt neu in unserer Familie. Der weint schon, der hat schon Pipi in den Augen, guck mal. Deswegen heißt auch Pinky. Ah, Pinky. Weil er so Pinky ist. Pinky. Läuft denn wenigstens heute das Brot besser wie sonst? Jawohl, Adler, hast dem Wolf schön auf den Pelz geschossen. Jawohl. Ach, der ist braun, da fällt das gar nicht auf. Also. Ja. Es ist wie die Ölung, weißt du, nicht die letzte, aber wie so eine schöne Einfüllung. Ja, wenn ich fertig bin schon. Also ich sehe ja mal so gar nichts. Wenn ich mal ehrlich bin. Ich auch nicht. Ich überlege, ob ich Gamma 4 anmache. Mache ich jetzt auch. Ich auch gerade, ja. Gamma 4. Bäh. Ja, viel ist zwar ein bisschen heller, aber sehen tut man schon. Ja, wenig. Ich wollte gerade sagen. Es müsste doch für zu regnen. Hat es aufgehört zu regnen? Nee. Nee, es regnet immer noch. Aber wenn ich so nach unten gucke, dann hört es auf. Das ist gut. Blöd nur, wenn du dann nach unten fliegst. Na, es wird auch Nacht, hä? Ja, ein und na, 10 Uhr. Ja. Ab. Im Spiel. So. Flatter. China macht Schwimmen. Schöpfen. Aber das kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstehen, dass das Rhinoceros hier so leicht ist. Ach, ich sehe einen Kapsel. Das hat irgendwie so ein Furunkel am Hintern. Das bin ich. Du hast einen Furunkel am Hintern. Ja. Ein Geschwür nennt man das. Ja. Oh, es klart auf. Ja, endlich. Warum bist du schneller als ich? Das finde ich unfair. Weißt du warum? Weil du es kannst. Richtig. Hahaha, ist das uralt. Aber gut, ne? Nee. Doch. Nee. Sag nicht immer nee. Nee. Und endlich hat es aufgehört zu richten. Nee. Doch? Nee. Einfach nee, weil nee. Weil nee. Will ich nicht. Kleine Kinder immer sagen, warum? Warum? China, wo bist du jetzt? Ich bin da mal raus. Ach. Warum? Der ist auch raus. Wie gut, dass ich den Wolf mitgenommen habe. Ich hab doch gesagt.
Ich nehme den Wolf mit, damit der Verlust nicht so groß ist, wenn Gina wieder in die ewigen Jagdgründe geht. Ja, der hat aber das mit dem, warum ich bin raus, gemeint. Ach so. Warum? Katastrophenvibe. Warum? So, aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und warum? Seht uns beim nächsten. Ich glaub nicht. Warum? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.